das jetzt nach diesem Spielverlauf noch teilen, die Ansicht? Nein, natürlich nicht. Wenn man spielt, wenn man gewinnt, dann ist das Ergebnis natürlich wichtig, dass wir alle zu Hause bleiben. Ich glaube, natürlich ist ein Testspiel, wo man ein bisschen was ausprobiert, aber trotzdem haben wir gewonnen. Das haben wir nicht geschafft und deswegen können wir nicht zufrieden sein. Warum nicht? Ja, weil wir einfach zweite Halbzeit schlecht verteidigt haben, muss man sagen. Gestern Abend haben wir, glaube ich, sehr ordentlich gespielt, gegen eine Führung, machen dann sogar das 2-0 und dann haben wir schlecht verteidigt. Denke, das liegt natürlich, haben wir dann eine Formation teilweise auf dem Platz gehabt, die hatten wir noch nicht. Das ist auch normal, dass da vielleicht ein paar Probleme gibt, aber trotzdem können wir dann das Spiel nicht so aus der Hand geben. Ich glaube, wie gesagt, wir haben den Platz, den Raum viel zu groß gemacht, den wir zu verteidigen hatten, sind nicht mehr so gut angelaufen wie erste Halbzeit und waren in den Zweikämpfen dann einfach nicht mehr dagegen gehalten. Es ist trotzdem immer noch in Spieltagsspielen so ein Spagat zwischen einerseits eine ordentliche Vorstellung abliefern, aber auf der anderen Seite möglichst effektiv sich nicht verletzen zu wollen noch? Nee, also ist ja meist so, wenn man reingeht, sich nicht verletzen will, dann passiert was. Also wir müssen schon lernen, auch richtig dagegen zu halten, die Bälle festzumachen vorne. Das haben wir zweite Halbzeit überhaupt nicht mehr geschafft, sind nicht gut angelaufen, damit schwer. Danke.